Ich wurde schon sehr häufig gefragt, warum ich Videos nur für Männer mache. Und das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, immerhin gibt es viele Frauen da draußen, die sagen, ey, wann gibt es Coachings für Frauen? Wann kriegen wir auch Beratung oder sonstiges? Aber der Punkt ist eben folgender. Du als Mann entscheidest darüber, wie die ganze Welt abläuft. Ob du willst oder nicht. Und du machst es die ganze Zeit. Indirekt. Wenn du dich also immer noch fragst, warum du ständig Ablehnung erfährst, warum du ständig hinterherhängst, warum du nicht all die Dinge aufbauen kannst, die du aufbauen willst, warum du große Schwierigkeiten damit hast, wirklich die Frau in deinem Leben zu finden, die zu dir passen könnte, dann will ich dir genau erklären, was der Grund dafür ist. Denn der Grund dafür ist Angebot und Nachfrage. Ganz simpel. Denn eine Sache ist wichtig zu begreifen. Wie funktioniert ein Markt? Denn diese Welt besteht nur aus Märkten. Gibt es etwas, was etwas wert ist? Letzten Endes nicht. Ich meine, dass ein Baum etwas wert ist. Wer hat das entschieden? Dass ein Esel etwas wert ist. Wer hat das entschieden? Wer entscheidet, ob etwas etwas wert ist? Du als Mensch. Und wovon ist das abhängig? Dass es einen Markt gibt. Das heißt also, es gibt immer einen Markt. Wenn es also einen Markt gibt für Esel, das heißt, dass Güter transportiert werden müssen und es besonders gut mit Eseln geht, dann werden Menschen eben Eseln einen Wert geben. Oder wenn es Menschen geben wird, die unfassbar Hunger haben und am Verhungern sind, irgendwo in einer Ecke sind, wo es nichts anderes gibt als Esel, dann werden diese Esel plötzlich einen Wert für Menschen haben. Aber an sich, objektiv, einfach neutral betrachtet, hat nichts einen Wert. Diese Kamera, die mich gerade aufnimmt, hat nur einen Wert, weil ich sie brauche, um diese Videos zu drehen, oder? Das heißt also, nichts hat an sich einen Wert. Es kommt immer darauf an, welche Interessen verfolgt werden. Nur dann hat etwas einen Wert. Geld hat auch keinen Wert. Geld ist vollkommen nutzlos, wenn du damit nicht etwas kaufen könntest. Das heißt also, der Glaube der Menschen daran hat es zu etwas Wertvollem gemacht. Jetzt will ich, dass du eine Sache unbedingt verinnerlichst. Der Wert der Frauen ist auch neutral. Genauso wie der Wert der Männer. Ist vollkommen neutral. Dieser Wert wird aber dann entschieden, dadurch, dass du diesen Menschen durch deinen Glauben einen Wert gibst. Weil du bestimmte Interessen verfolgst. Die Frage ist also, welche Interessen verfolgst du? Die meisten Männer da draußen haben nicht das Interesse, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, etwas aufzubauen, sondern sie haben das Interesse, schnellen zu bekommen. Das heißt also, der Wert der meisten Frauen in deinem Leben wird sehr wahrscheinlich davon bestimmt, dass du sie unbedingt im Bett haben willst. Dass du viele Frauen haben willst. Dass du Auswahl schaffen willst. Weil es um Bestätigung geht. Es geht darum, ach, bin ich gut genug? Ich brauche die Frau. Und das ist ein Problem. Warum? Weil somit bist du immer der Konsument und nicht der Anbieter. Was meine ich damit? Leider ist es in dieser Welt heutzutage so, dass wir extrem viel sexualisieren. Okay? Das bedeutet also, du wirst dafür promoted, dass du dich halbnackt irgendwo hinstellst, egal ob bei OnlyFans oder auf Pornhub oder sonst wo. Es gibt lauter Dokumentationen, es gibt Shows wie Too Hard to Handle oder sonst was. Es gibt all diese Dinge, die dafür sorgen, dass extrem sexualisiert wird. Und ich weiß nicht, ob die Frauen das Welt das versteht oder nicht, aber wir Männer haben Testosteron. Und wenn du eine Frau siehst, die halbnackt irgendwo rumläuft, dann kannst du nichts dagegen tun. Du wirst einfach getriggert. Du kannst nichts dagegen tun, okay? Du wirst aktiviert. Die ganze Zeit, nonstop, ohne Gnade. Links und rechts. Wenn du damals in der Schulklasse gesessen hast, als du jung warst, konntest du auch nicht kontrollieren, ob da unten in deiner Hose was passiert oder nicht. Das ist einfach passiert. Warum? Weil das Testosteron in dir sitzt. Das heißt also, stell dir vor, du hast Heißhunger. Du hast unglaublich Lust auf etwas. Du willst etwas essen, wie Schokolade oder sonstiges. Du als Frau jetzt beispielsweise. Und so fühlt sich ein Mann die ganze Zeit. Und dagegen muss er die ganze Zeit kämpfen. Und dagegen muss er die ganze Zeit anstehen. Und überall, wo du hinguckst, egal auf welche Seite du gehst, siehst du irgendeine Werbung mit irgendeiner halbnackten Frau. Und was geschieht nun? Du wirst getriggert und getriggert und getriggert und getriggert. Das heißt also, diese Gesellschaft ist extrem sexualisiert. Extrem. Du hast so leichte Zugänglichkeit zu Pornografie oder sonstigem. Du hast Zugang zu alledem. Du kannst all das machen. Und das ist nicht normal. Lange Zeit in unserer Geschichte. Das ist nie normal gewesen. Heute ist es so. Und du als Mann musst lernen, damit umzugehen. Ist keine leichte Aufgabe. Ist nicht so einfach. Aber
Wenn du es nicht tust, wirst du merken, dass du daran zerbrechen wirst. Dass du verdammt nochmal einer von den Männern sein wirst, die emotional werden, sich selbst bemitleiden, Depressionen aufbauen, all diese Geschichte. Okay? Weil du nicht genug Testosteron in deinem Körper hast. Weil du nicht genug aufbaust davon. Weil du nicht genug Selbstbewusstsein in deinen Zellen hast. Und dann wirst du danach lechzen, unbedingt die Bestätigung einer Frau zu bekommen. Und wirst zum Konsumenten. Ich brauche sie. Ich tue alles, was ich tun soll, um sie zu bekommen. Ich investiere alles, was ich tun muss, um sie zu bekommen. Du wirst alles tun und dich verschränken, verstellen, um unbedingt diese Frau zu bekommen. Um unbedingt Bestätigung zu bekommen. Um unbedingt Anerkennung zu bekommen. Und somit steuerst du die Dynamik von Angebot und Nachfrage. Nur weil du und viele andere Männer, sehr viele andere Männer, danach lechzen, unfassbar danach lechzen, unbedingt die Bestätigung einer Frau zu bekommen, dadurch, dass sie so sexualisiert ist, dadurch, dass sie einfach auf Instagram gehen kann, ihren Hintern zeigen kann und alle ihr Likes geben, dadurch hast du entschieden, dass sie sich so benehmen wird. Du hast dich von diesem System verarschen lassen. Du hast dich verarschen lassen, reinlegen lassen und dazu verführen lassen, so viel Wert auf das zu legen. Aber wie würde es jetzt aussehen, wenn du der Anbieter bist? Wenn du der Anbieter bist, dann bist du derjenige, der Wert hat. Du bist der Mann, der etwas aufbaut und du entscheidest, wem du dein Angebot machst. Du bist in der Position, selber auszuwählen, warte mal, welche Frau passt eigentlich zu mir als Mann? Wer passt hier rein? Wer ist wirklich die geeignete Frau für dieses Angebot, was ich habe? Für diesen Wert, den ich etabliert habe? Denn wenn du als Mann beispielsweise etwas aufgebaut hast, ja, ich meine, ich arbeite ja auch mit Unternehmern, vielen Unternehmern zusammen, aber wenn du als Mann etwas aufgebaut hast, viel Geld verdienst, ein wundervolles Haus hast, ein schönes Auto fährst, fit bist, auf dich achtest und dann kommt einfach irgendeine Frau dahergelaufen, die einen Arsch irgendwo auf OnlyFans gezeigt hat und du machst dich sofort für sie krumm, dann hast du einen Diamanten zum Spottpreis verkauft und dann bist du selber schuld daran, dass du verletzt wirst, enttäuscht wirst und am Ende niedergeschlagen bist und ausgenutzt wirst. Das heißt, du hast dir die falschen Kunden ausgesucht. Wenn du aber smart bist als Anbieter, dann wirst du darauf achten, dass du dir keine Leute aussuchst in deinem Leben, die nicht dazu passen, zu dir und deinem Leben passen. Das heißt also, du wirst genau darauf achten, warte mal, hat diese Frau da draußen wirklich die Qualitäten, die ich brauche? Ist den Hintern irgendwo in irgendeine Kamera zu halten wirklich genug für mich? Ist das wirklich alles? Das soll alles sein? Das soll alles sein, was du drauf hast? Reicht nicht. Reicht mir nicht. Ich will, dass du feminin bist, zärtlich bist, empathisch bist, dass du lieb bist zu dem Kellner oder zu sonst wem, dass du respektvoll bist, dass du loyal bist. Ich will, dass du diese ganzen Dinge bist. Ganz klar. Ich habe meine Standards und ich habe Anforderungen. Hundertprozentig. Nur dann können wir zusammen weitermachen. Wenn du das tust, dann beherrschst du die Dynamik von Angebot und Nachfrage. Und wenn das mehr Männer machen würden in ihrem Leben, einfach dafür sorgen würden, dass sie einfach ihre Standards erhöhen, dann würde sie nicht mehr auf dir rumtreten können oder rumtrampeln können. Dann könnte sie das nicht mehr. Aber um das überhaupt anfordern zu können, um das machen zu können, musst du überhaupt erstmal dieser Diamant sein. Du musst lernen, an dir zu arbeiten. Du musst lernen, zu wachsen. Über dich selbst hinauszuwachsen. Du musst lernen, aufzubauen. Du musst lernen, immer wieder eins draufzulegen. Du musst lernen, der Mann von Wert zu sein. Und wenn du bereit dazu bist, herauszufinden, was du als Mann im Leben haben willst, in die Umsetzung zu gehen, Menschen in dein Leben zu ziehen, die wirklich zu dir und deine Werte passen, bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Dann arbeiten wir eine Strategie aus, die zu dir passt. Wenn es Fragen geben sollte, Champ, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund. Wir sehen uns. Let's fucking go. Action. Folgt uns.